Hey, meine Lieben, mit Attacker 17 und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ja, ich bin mit diesem Video meistens ein bisschen zu spät, weil der Tradition gemäß macht man solche Videos eigentlich schon an Silvester oder schon lange vorher, aber versucht ihr mal so ein Video zu droppen, während ihr parallel ein 1-Stunden-Video mit Gastbeiträgen und Werbung produziert. Also, nehmen wir es einfach mal so hin und ich lade das dann einfach so nachträglich hoch, denn das Jahr ist ja schon zu Ende und natürlich sind auch im Jahr 2023 extrem viele gute Titel erschienen. Tja, und deswegen wird es Zeit, meine Top 5 Anime aus dem Jahr 2023 zu küren. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, ich kann mir denken, dass die meisten von euch meine Auswahl trashig finden werden. Und auch ziemlich einseitig, weil da ist ein Isekai dabei und der Rest ist irgendetwas mit Romance oder Romcom oder Harem und so ein Kram. Also ja, das wird ein relativ einseitiges Video. But I don't care, that's my taste, live with it or... Ja. Und deshalb würde ich nun sagen, bevor ich mich hier weiter in Rechtfertigung versinke, würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei und fangen direkt mit Platz 5 an. Auf Platz 5 haben wir einen Shoujo-Anime, der ziemlich beliebt und bekannt sein dürfte, nämlich My Happy Marriage. Die Serie ist in diesem Jahr auf Netflix gestartet und in der Serie geht es um eine Welt, wo jeder Mensch über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht die Protagonistin Mio Saimori. Ihre Familie ist relativ wohlhabend und gut bekannt und so, aber sie besitzt keine übernatürliche Fähigkeit, was wirklich extrem selten ist. Und es ist sogar auch überraschend, weil ihre Mutter war eigentlich dafür bekannt, dass sie richtig starke übernatürliche Fähigkeiten besaß. Mio besitzt aber jedoch keine und deswegen wird sie von ihrer Familie, sagen wir einfach mal, nicht wirklich menschlich behandelt. Sie ist da mehr oder weniger sogar eine Sklavin. Und eines Tages kündigt ihr Vater an, dass sie einen Hochzeitskandidaten für sie organisieren konnte, nämlich Kyoka Kudo. Er ist sehr wohlhabend, sehr hoch angesehen und hat auch einen sehr hohen Status, aber die Gerüchte um ihn sind sehr besorgniserregend, weil er hatte wohl anscheinend unzählige Hochzeitskandidatinnen, aber jede von ihnen ist nach kurzer Zeit abgehauen, weil er wohl ein Tyrann und ein herzloses Monster sein soll, weshalb sich Mio natürlich logischerweise schon Sorgen macht. Doch als sie dann zu ihm hingefahren ist, um sich vorzustellen, musste sie feststellen, dass die Gerüchte vielleicht nicht stimmen könnten. Denn auch wenn er sehr verschlossen wirkt, wirkt er eigentlich wie ein sehr guter und ehrlicher Mann. Tja, und damit beginnt auch nun das anfängliche Eheleben der beiden. Und ich habe diesen Anime wirklich unglaublich gerne gemocht. Ich weiß nicht mal genau, wo ich anfangen muss. Also erst einmal, die Geschichte kann wirklich sehr herzzerreißend sein. Insbesondere die erste Folge, weil, wie schon gesagt, Mio wird von ihrer Familie überhaupt nicht gut behandelt und ist da eigentlich vom Rang her gleichzusetzen mit einer Bediensteten. Und allein zu sehen, wie sie von zum Beispiel ihrem Vater so gar nicht beachtet wird, wie ihre Stiefmutter und ihre Halbschwester sie richtig erniedrigen und fertig machen, das bricht einen echt richtig das Herz. Und man freut sich dann auch im Verlauf der Geschichte mehr für sie, weil, wie man sich halt so denken könnte, dieser Kyoka Kudo ist halt überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, er ist sogar richtig lieb, nachdem er Mio besser kennengelernt hat und sich ein genaues Bild über sie machen konnte. Und man freut sich einfach wirklich sehr für sie, dass sie im Lauf der Geschichte ein besseres Leben geschenkt bekommen, dass sie mit mehr Liebe und Fürsorge behandelt wird. Und man freut sich auch darüber, dass sie offener wird, dass sie mehr für sich selber einsteht und einfach mehr das Leben positiver betrachtet. Man freut sich wirklich einfach enorm für sie. Gleichzeitig aber ist diese Serie wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt, denn es gibt natürlich auch einige Plots, mit denen man eigentlich sogar gar nicht rechnen könnte, oder auch einige Intrigen, die hinter den Kulissen abspielen, auch etwas Drama, weil auch wenn die Beziehung zwischen Mio und Kyoka Kudo sich vertieft, sind da hin und wieder Momente, wo sie ein bisschen verschlossener ist, wegen ihrer Vergangenheit oder wegen irgendwelcher Sorgen und so weiter und so fort. Also man muss sich auch so ein bisschen mit einer emotionalen Achterbahnfahrt abwenden. Und trotzdem, diese Serie war wirklich einfach nur toll. Es war für mich persönlich, auch wenn es an einigen Stellen sehr dramatisch und spannend war, war es für mich auch eine richtige Feel-Good-Serie. Und diesen Aspekt mit den übernatürlichen Fähigkeiten hat die ganze Serie einen wirklich richtig geilen, uniken Touch bekommen. Und ja, ich habe meinen Teil, ich habe es wirklich sehr gemocht und ich könnte sogar mir vorstellen, dass es eine gute Serie für Anfänger ist, die neu in die Shoujo-Bubble einsteigen wollen. Also wenn euch die Serie interessiert, wie gesagt, kann man auf Netflix gucken. Auf Platz 4 haben wir den besagten alleinstehenden Isekai-Anime und ich muss den Titel vorlesen, weil der Name viel zu lang ist, nämlich I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too.
Ich weiß, jetzt denken sich wahrscheinlich die meisten, Bro, what the actual fuck? Wieso ist so ein Titel in deinen Top 5? Lass es mich erklären. Erst einmal die Story. Im Mittelpunkt der Geschichte ist der Protagonist Yuya Tensho. Und er wird aufgrund wegen seines Aussehens und wegen seines Übergewichts und seiner schüchternen Art wirklich zu Tode gemobbt. Nicht nur von anderen Klassenkameraden und Mitschülern, sondern sogar von seiner eigenen Familie. Denn als sein Großvater gestorben ist, hat er Yuya zu seinem alleinigen Erben erklärt und hat von ihm sogar sein Haus und auch sein Vermögen geerbt bekommen. Und deswegen terrorisiert seine Familie ihn wirklich nach Strich und Faden und er leidet wirklich extrem darunter. Das Erbe ist wirklich legit das einzige Gute, was ihm gefühlt in seinem ganzen Leben passiert ist. Doch dann, eines Tages, entdeckt er im Haus seines Großvaters eine Art geheime Tür, die in ein Haus in einer Parallelwelt führt, voll mit Monstern und Magie und so weiter und so fort. Und er hat einen Skill erlangt, mit dem er sich hochleveln konnte, und zwar wirklich bis zum geht nicht mehr. Und es hat auch sogar dazu geführt, dass sein Äußeres sich extrem verändert hat. Also einmal zum Vergleich, so sah er am Anfang der Serie aus und so sieht er mittlerweile aus. Kleiner Unterschied, würde ich sagen. Und durch diese Tür in diesem Haus kann er zwischen der realen Welt und dieser Fantasy-Welt hin und her wechseln. Und in der realen Welt hat er auch noch das gleiche Aussehen wie in der Fantasy-Welt und sogar die gleichen Fähigkeiten und magischen Kräfte. Ja, und damit macht er sich sein Leben quasi mehr oder weniger ein bisschen schöner. Mehr oder weniger. Und auch wenn die Story nach totalem Trash klingt und so einem Kram, den man eigentlich schon x-mal in allen möglichen Isekai- und Fantasy-Serien gesehen hat, habe ich diese Serie wirklich extremst gemocht. Also erstmal, was ich kurz betonen muss, der Animationsstil in dieser Serie ist so phänomenal geil. Aber was mich wirklich extrem an dieser Serie gefreut hat, ist halt, wie sich Yuyas Leben durch diese Entdeckung der Fantasy-Welt entwickelt. Beziehungsweise so kann man es auch nicht sagen, weil ein Aspekt, der mich sehr überrascht hat, war, dass sein Leben nicht unbedingt wegen dieser Fantasy-Tür besser geworden ist, sondern wegen einem anderen Ding, was in der ersten Folge schon am Anfang der Serie passiert ist. Und ich sag's, ich will jetzt nicht so viel verraten, weil das eventuell ein Spoiler sein könnten, aber sagen wir einfach, es freut einen einfach sehr zu sehen, wie Yuyas Leben durch so ein Ding, was er selber gemacht hat, bevor er diese Fantasy-Welt entdeckt hat, wirklich besser wird. So, das mit der Fantasy-Welt ist dann eher so eine Art kleiner Bonus, der ihm noch so ein bisschen hilft, sich das Leben noch ein bisschen leichter zu machen. Und man freut sich einfach wirklich nur die ganze Zeit für ihn, dass er stärker wird, dass sein Leben dadurch auch besser wird, dass er beliebter wird und sein Umfeld sich auch verändert. Man freut sich wirklich einfach kontinuierlich für ihn. Und auch die Freunde, die er auf dem Weg in dieser Serie macht, sind wirklich auch tolle Menschen, die ihn wirklich wegen seines Charakters wertschätzen. Also klar, da sind natürlich auch ein paar oberflächliche Leute dabei, die ihn so vielleicht wegen seinem Aussehen her mögen könnten. Aber überwiegend hat er sich wirklich ein sehr schönes Umfeld angeeignet. Und auch dieser Aspekt, dass er zwischen der Fantasy und der echten Welt hin und her switchen kann, ist wirklich ein richtig cooler, unique selling point, so wie ich es gerne nenne. Und es macht einfach wirklich extrem viel Spaß, diese Serie zu gucken. Auch zu sehen, wie er mit seinen Fähigkeiten aus dieser Fantasy-Welt in der echten Welt für einiges Chaos sorgt, könnte man schon fast sagen. Und auch die ganzen Mysterien rund um diese Tür und so dem, was in der Fantasy-Welt abgeht, wo er auch hin und wieder ist, geben dem Ganzen auch nochmal eine spannende Würze, weil es ragen sich natürlich immer noch extrem viele Geheimnisse. Zum Beispiel, warum um alles in der Welt diese Tür im Haus seines verstorbenen Großvaters war und auch generell, was es mit diesen Fähigkeiten und so weiter auf sich hat. Das ist wirklich so eine coole Serie, die extrem viel Spaß macht. Es hat wunderschöne Animationen, hat wirklich einen tollen Protagonisten, für den man sich dauerhaft einfach nur freut. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr auf Isekai steht und gerne auch auf so ein paar unique Serien, dann kann ich euch I Got a Cheat Skill von Herzen empfehlen. Nun kommen wir zu Platz 3 und dieser Anime war mehr oder weniger ein Glücksfund, denn auch wenn ich die Serie länger kannte, ich hatte, um ehrlich zu sein, gar nicht vor, sie zuerst zu gucken, weil ich auf eine deutsche Synchro warten wollte, ganz nach meinem typischen Lebensmotto. Aber irgendwann eines Tages hatte ich einfach mal Bock, die Serie zu gucken, weil ich sehr viele Szenen gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, ich muss es gucken und ich habe es kein bisschen bereut. Und die Rede hiervon ist The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Und oh mein Gott, ich habe diese Serie so krass genossen. Einmal zur Story. Im Mittelpunkt der Geschichte liegt der Protagonist Amane. Ja, Amane Fujiyama, Fujimiya, wie auch immer. Auf jeden Fall, er heißt Amane. Und er ist ein relativ normaler, unauffälliger Typ, so
Standard, könnte man mehr oder weniger sagen. Und er hat da in seinem Jahrgang ein Mädchen, das wirklich sehr, sehr, sehr beliebt ist, nämlich Mahiro Shina. Sie ist wunderschön, sportlich, hat extrem gute Noten, so dieses typische Popular Girl einer Anime-Schule eben. Und sie hat den Kosenamen Engel, weil viele sie für wunderschön und unerreichbar wie ein Engel halten und so ein Kram. Und er für seinen Teil erhält sich gerne von solchen Leuten eher ferne. Doch eines Tages trifft er sie alleine im Regen, leiht ihr seinen Regenschirm aus und muss sogar feststellen, dass Mahiro seine Nachbarin ist. Und eines Tages kommt sie zufällig bei ihm mal vorbei und muss feststellen, dass seine Wohnung absolutes Chaos ist und er einen Lebensstil führt, der auf Dauer echt nicht gesund ist, weshalb sie beschließt, für ihn ab und zu kochen, sich auch ein bisschen um den Haushalt zu kümmern, um ihn ein bisschen unter die Arme zu greifen, und dadurch vertieft sich auch im Verlauf der Geschichte auch die Beziehung der beiden. Und ganz ehrlich, ich finde, diese Serie ist wirklich die Definition einer Feel-Good-Serie. Denn ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Szenerien sind halt wirklich extrem Slice of Life, haben aber noch diesen leichten Rom-Com-Touch, aber jetzt nicht diesen krass komödiantischen und missverständnismäßigen Kram, sondern es ist eher, dass dieser Anime generell eine sehr entspannte und wohltuende Atmosphäre hat. Und hauptsächlich liegt es daran, dass Mahiro und Shina, genau, das sind die beiden Charaktere, Amane und Mahiro, eine wirklich super angenehme und schöne Charakterchemie haben. Sie necken sich gegenseitig, reden teilweise auch ein bisschen über ernstere Themen oder über Gott und die Welt. Sie haben einfach eine wirklich sehr angenehme Chemie und sorgen einfach dafür, dass sie sich miteinander irgendwie wohlfühlen, haben eine so schöne Dynamik und es ist einfach generell einfach schön, einfach ihren Gesprächen alleine zu lauschen und einfach zu sehen, wie sie miteinander Zeit verbringen und über dieses und jenes quatschen und auch zu verfolgen, wie sich dadurch die Beziehung der beiden wirklich immer Stück für Stück vertieft. Und das ist auch wirklich sehr angenehm, denn die Beziehung der beiden kommt relativ langsam voran. Ich sage relativ, weil gegen Ende wird es doch wieder ein bisschen flotter, sage ich mal. Aber trotzdem ist das Tempo, wie sich die Beziehung der beiden vertieft, so krass angenehm. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwie auf einem Schlauch steht und irgendwie 10.000 Jahre lang warten muss. Und ich sag's mal so, die Tatsache, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde, gibt dem Ganzen nochmal die ultimative Würze. Ich kann es wirklich kaum erwarten, bis die zweite Staffel draußen ist. Und ja, es ist einfach wirklich eine richtig tolle Serie, hat tolle Charaktere, eine richtig tolle und angenehme Atmosphäre. Und auch als Romance-Fan kommt man wirklich sehr gut auf seine Kosten, finde ich. Also, wenn ihr auf angenehme, wohltuende Anime steht, die wirklich einfach nur zum Feel-Good da sind, aber gleichzeitig auch eine richtig schöne und richtig tolle Charakterchemie und Beziehung steht, dann kann ich euch The Angel Next Door, Spoils Me Rotten, auf jeden Fall ganz nah ans Herz legen. Auf Platz 2 haben wir überraschenderweise wieder einen Anime, den ich auf Japanisch geguckt habe. Irgendwie habe ich jetzt einen Lauf. Und dieser Anime trägt den Titel Our Dating Story, The Experienced You and the Unexperienced Me oder so ähnlich. Und ich finde, das Lustige ist sogar, ich habe ab Folge 2, glaube ich, angefangen, weil erstmal ist der Anime komplett an mir vorbeigegangen, dann wurden mir aber irgendwie ein paar Szenen auf Instagram und so vorgestellt, wie in den guten alten Zeiten. Und dann dachte ich mir so, okay, doch, sieht ganz nett aus, fange ich einfach mal an. Und erstmal die Story. Der Protagonist der Geschichte ist ein Junge namens Ryuto Kashima. Und er sieht sich selber mehr als Loser, könnte man schon fast meinen. Also er ist nicht gerade unbedingt beliebt, also er hat gerade mal 2 enge Freunde, die genauso wie er ziemliche Loser sind. Und ja, er ist an sich einfach nur ein unauffälliger Typ, ohne irgendwelche bestimmten Eigenschaften oder irgendwie so. Ja, und dann lernt er eines Tages eine Klassenkameradin von sich näher kennen, nämlich Runa Shirakawa. Und sie ist ultra beliebt, ist auch richtig fancy und sie hatte auch schon den einen oder anderen festen Freund und ist dementsprechend sehr viel erfahrener als er. Und er verliebt sich in sie. Und eines Tages zwingen ihn seine Freunde wegen einer verlorenen Wette dazu, dass er ihr seine Liebe gestehen soll. Das macht er dann auch und überraschenderweise willigt sie ein, sie werden ein Paar und ja. Und es klingt natürlich erstmal sehr generisch und man denkt sich erstmal so, okay, klingt so ein bisschen wie diese ganzen typischen Rom-Com-Serien mit so diesen typischen Loser-Charakteren und so weiter und so fort, aber please, hear me out. Diese Serie ist wirklich so mega toll und gleichzeitig auch sehr nervenaufreibend, sage ich euch, weil erst einmal, die Beziehung zwischen Runa und Ryuto hat wirklich eine so tolle und wholesome Entwicklung, weil es ist für beide eigentlich mehr oder weniger die erste richtige Beziehung, weil
Ryuto, der hatte noch nie generell eine Beziehung in irgendeiner Form. Und Runa hatte zwar mehrere Beziehungen mit irgendwelchen Typen, aber das waren halt eher so Beziehungen, die nach ungefähr einem Monat oder so gefloppt sind, weil die Typen ziemliche Arschlöcher waren. Also sie waren eigentlich noch nie wirklich richtig verliebt. Und in Ryuto hat sie da jetzt einen Freund, in den sie sich wirklich verlieben könnte. Und das merkt man auch, je weiter man kommt. Denn die Beziehung der beiden vertieft sich immer mehr von Folge zu Folge. Ihre Gefühle werden sehr viel offener. Und es ist wirklich so sweet und wholesome zu sehen, wie sich ihre Beziehung entwickelt und wie sie sich so gegenseitig so Anläufe geben. Und das ist einfach wirklich extrem toll. Aber ihr dürft jetzt keine sweete Slice-of-Life-Geschichte erwarten, weil die Serie ist auch parallel extremst dramatisch und nervenaufreibend. Weil natürlich ist die Beziehung der beiden nicht ganz perfekt. Es gibt manchmal zwei Folgen, wo es zum Beispiel ein großes Missverständnis gibt oder wo es auch mal Streit zwischen den beiden gab. Es gab auch mal so einen Mini-Arc mehr oder weniger, wo die Beziehung der beiden wirklich gefühlt im Keller waren. Und das hat mich extremst, wirklich extremst fertig gemacht. Und es gibt natürlich auch ein paar Side-Characters, wie zum Beispiel die besten Freunde der jeweiligen beiden, die auch so ihre Liebesangelegenheiten haben. Und, boah, es ist wirklich, seid froh, dass die Serie jetzt komplett draußen ist, weil es, ich sag euch wirklich, es war eine Tortur teilweise, immer so jede Woche auf eine neue Folge warten zu müssen. Weil da sind manchmal so Dramen, die über 2-3 Folgen hinweggehen können. Und, boah, das hat mich so fertig gemacht, sage ich euch. Aber nichtsdestotrotz hat mich die Serie am Ende mit einem richtig tollen, wohligen Gefühl zurückgelassen und auch das Ende der letzten Folge, huhu, hat mich sehr überrascht. Also, damit hätte ich echt nicht gerechnet und ich habe es einfach wirklich genossen. Und deswegen ist die Serie wirklich ein wohlverdienter Platz 2 von mir. Und ganz ehrlich, guckt euch die Serie an, wenn ihr auch Romance-Serien mit so ein bisschen Drama steht, gleichzeitig aber auch eine süße und wholesome Beziehung haben wollt und auch so einen sehr brisanten Mix aus einigen Charakteren. Also glaubt mir, ihr kommt wirklich auf eure Kosten. Und nun kommen wir zu meinem Platz 1. Meinem absoluten Lieblingsanime aus dem Jahr 2023. Und ich wusste schon, dass das mein Lieblingsanime werden wird, noch bevor die erste Folge draußen war. Und zwar handelt es sich hierbei um den Anime The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You. Und ich weiß, jetzt denken sich bestimmt einige, Bro, what the fuck ist das? Aber please, hear me out. Die Serie ist einfach nur großartig. Ich habe nämlich den Manga schon vor der Ankündigung des Animes eigentlich sogar schon geguckt. Ich habe auch alle Chapter bis zum aktuellen Stand gelesen und ich liebe diese Serie einfach nur. Einmal zu der Story. Es geht da um den Protagonisten Rentaro, der jetzt ganz frisch seinen Mittelschulabschluss hat und er träumt davon, wirklich seit Ewigkeiten endlich mal eine Freundin zu haben. Aber er hat jetzt in seinem ganzen Leben insgesamt 100 Körbe kassiert. Von 100 Mädels. Und ja, er geht dann eines Tages nach seiner Abschlusszeremonie zu einem Schrein, wo er dann den Gott höchstpersönlich anbittet, bitte, sorgt dafür, dass ich in meiner Oberstufenzeit eine süße Freundin haben werde. Und dann taucht wirklich der Gott der Liebe auf und kündigt an, ey, Rentaro, keine Sorge, denn du hast eine Seelenverwandte. Jeder Mensch oder einige Menschen haben einen Seelenverwandten bei der Geburt zugeschrieben bekommen und wenn ihr euch eines Tages trifft, werdet ihr es euch auch merken und euch Hals über Kopf aneinander verlieben. Aber du hast nicht nur eine Seelenverwandte, sondern 100. Tja, und es gibt dann auch einen kleinen Haken, denn wenn er auf eine Seelenverwandte trifft und sie korben sollte, dann stirbt sie wortwörtlich an einem gebrochenen Herzen nach einer Weile. Tja, und jetzt geht es halt quasi darum, dass er hin und wieder eine seiner 100 Verehrerinnen nun trifft und nun mit denen eine Beziehung eingehen muss. Oder will eigentlich beides. Und ich weiß, die Story klingt erstmal ultra bekloppt, wie so eine typische Harem-Drama-Story. Ist es aber nicht. Ich finde sogar im Fandom wird es wirklich sehr gut beschrieben. 100 Girlfriends ist wirklich einfach die Harem-Version von Gintama gefühlt, weil der Humor dieser Serie so krass, absurd und parodisch ist. Denn, wie man es sich natürlich denken kann, mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht, ob man sich das wirklich denken kann, er kommt halt mit allen Freundinnen zusammen. Gleichzeitig, die haben da wirklich so eine 3x, 4x, 100x Beziehung, je nachdem, wie viele Freundinnen halt immer dazukommen. Es ist fast schon so ein bisschen Monster of the Week mäßig aufgebaut, wie so ein Shonen Jump Titel, weil immer alle paar Chapters eine neue Freundin introduced wird. Und jede von denen hat irgendwie eine richtig
sehr eigene komische Persönlichkeit und irgendwelche bekloppten Macken. Was ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen kann, weil das jetzt kein großer Spoiler ist. Die ersten beiden Freundinnen, die er zum Beispiel trifft, sind Hakari und Karane. Und Hakari ist so ein decent Girl aus reichem Hause und ist sehr höflich und vornehm und so weiter. Aber sie ist halt insgeheim eine ultra perverse und das merkt man auch, sobald sie mit Rentaro zusammenkommt, weil sie wirklich ständig so Gelegenheiten irgendwie ausnutzt, ihn irgendwie, ja, so ein bisschen auf Tuchfühlung mit ihm zu gehen, sage ich mal, oder zu spannen oder irgendwie so ein Kram. Und Karane ist wirklich die Definition, wirklich die pure Definition einer Tsundere. Und trotzdem mag man sie, obwohl Tsunderes eigentlich ganz nervig sind, aber irgendwie mag ich sie trotzdem, warum auch immer. Und davon gibt es wirklich unzählige Charaktere. Ich habe wirklich auch schon überlegt, ein ganzes Video zu 100 Girlfriends zu machen, weil das einfach so eine geniale Serie ist. Und ich kann euch auch wirklich schon mal sagen, als jemand, der den Manga gelesen hat, bis zum aktuellen Stand, so jede Freundin ist echt gefühlt bekloppter als die andere. Und auch im Anime merkt man das, weil in den 12, 13 Folgen, die der Anime hat, wurden jetzt 6 Freundinnen introduced. Und allein bei Freundin Nummer 6 werden bestimmt einige so denken, yo, als ob. Weil dieser Anime traut sich auch, so ein paar Grenzen zu überschreiten, die andere Serien auf gar keinen Fall überschreiten würden. Oder wenn in so einer pseudodramatischen Sequenz à la Domestic Girlfriend behandeln würden. Aber nee, diese Serie zieht's wirklich durch, nimmt sich selber kein bisschen ernst, also außer wenn es wirklich um das Thema Liebe und so geht, aber der Humor dieser Serie ist wirklich ultra bekloppt, ultra parodisch. Es wird da auch teilweise dieser Third Wall Break Joke gemacht. Also da sind wirklich einige Jokes dabei, wo zum Beispiel gesagt wird, hey, wir müssen uns ein bisschen sputen, sonst überziehen wir die Folge oder irgendwie so. Und das ist wirklich so genial gemacht, weil genau diesen gleichen Third Wall Break gibt es auch im Manga, aber halt nur eben auf den Manga bezogen und nicht auf den Anime logischerweise. Und das ist einfach nur wirklich geil. Also wenn ihr wirklich auf so richtig stumpfe, bekloppte Comedy steht, auf richtig parodische Settings und auf die beklopptesten, gleichzeitig aber auch einzigartigsten und coolsten Charaktere und Waifus, die man sich nur im Universum vorstellen kann, dann kann ich euch 100 Girlfriends wirklich richtig ans Herz legen. Das Fandom muss wachsen. So, und das waren meine Top 5 Anime aus dem Jahr 2023. Nun würde mich natürlich noch interessieren, was waren eure Lieblingsanimes aus dem Jahr 2023? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Tja, und ansonsten bleibt mir wie immer noch zu sagen, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und aktiviert bei Gelegenheit auch gerne die Glocke, das kostet alles nichts. Und ansonsten könnt ihr in die Beschreibung gehen, da findet ihr meinen Instagram-Account, wo ich euch täglich mit brisantem Content verglücke. Tja, und ansonsten bleibt mir wie immer noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, sayonara!